Schön und wirklich interessant, die knurrenden Gouramis. Die Knurrer sind relativ lautstark, aber Hunde, die bellen, beißen bekanntlich nicht. Schallerie ist ein ausgesprochen friedlicher Fisch. Kleine Balgereien bleiben in aller Regel ohne Folgen. Der Fisch eignet sich auch ausgezeichnet für kleinere Aquarien. Er stammt aus Mittelthailand, doch auch in Südvietnam soll er vorkommen. In verschiedener Hinsicht gibt es aber Unklarheiten im Hinblick auf diesen Labyrinthfisch. Sie betreffen vor allem die Abgrenzung zum knurrenden Zwerggourami, Trichopsis pumila. Da ist zunächst einmal natürlich die Größe. Der kleine Zwergknurrer wird gerade mal 3 cm groß, Schallerie erreichen gut 5 cm. Gut unterscheidet man die beiden Arten am Verlauf der oberen Längsbinde. Pumila zeigt es immer auf gleiche Weise. Hier haben wir ihn. Dieses Punktmuster ist bei Pumila unveränderlich. Es besteht aus einer unterbrochenen, unregelmäßigen Punktreihe. Die strahlenden Blautöne sind kein Artkennzeichen. Sie hängen in erster Linie vom Einfall der Lichtquelle ab, wie wir das hier bei diesem Pumila sehen. Zurück zum oberen Längsband. Es ist bei Schallerie regelmäßiger und vor allem stimmungsabhängig. Oft ist es nur schwach und manchmal ist es sogar völlig aufgelöst. Anders als bei Pumila können bei Schallerie beide Geschlechter knurren. Bei der Walz allerdings, wie hier, gibt das Männchen den Ton an. Hier sehen wir es noch einmal ganz deutlich. Beim Schallerie ist das obere, manchmal sogar sind beide Bänder völlig verschwunden. Im Gegenlicht sehen die Tiere natürlich nicht so attraktiv aus. Dann aber hat man kein Problem, die Geschlechter zu unterscheiden. Dieses hier ist ein Weibchen, deutlich erkennbar an dem Eierstock, der sich nach hinten wie ein Dreieck zum Schwanz hinzieht. Hier das Männchen zum Vergleich. Ihm fehlt natürlich der Eierstock. Und im Vordergrund jetzt gut erkennbar wieder das Weibchen. Wenn die Tiere in Fortpflanzungsstimmung sind, kann man die Geschlechter auch leicht am Farbmuster unterscheiden. Der Fisch mit dem kräftig durchgezogenen Unterstreifen ist das Weibchen. Hier haben wir es. Man erkennt sogar im Auflicht, dass das Weibchen laichvoll ist. Sicher wird das Ableichen bald beginnen. Jetzt trägt das Männchen ein typisches querstreifenähnliches Muster. Es ist bereit für Balz und Paarung. Das Weibchen dagegen ist farblos oder häufiger trägt es einen durchgehenden, kräftigen Unterstreifen. In diesem 30-Liter-Aquarium befindet sich eine weit nach außen geöffnete Kokosnusshöhle. Sie ist Zentrum für die Balz der nun laichwilligen Tiere. Ich hatte sie mit reichlich Lebendfutter versorgt. Sicher eine gute Möglichkeit, die Tiere in Laichkondition zu bringen. Mit kräftigem Schwanzwedeln versucht er, sein Weibchen zu verführen. Dabei ist er nach oben ausgerichtet. Der Labyrinthfischfreund würde hier das Schaumnest vermuten, aber weit gefehlt. Das Nest ist hier definitiv nicht. Es liegt abseits im Pflanzendickicht. Diese Verhältnisse sind außergewöhnlich für Labyrinthfische. In der Gattung Trichopsis ist das aber normal. Aber auch die Laichstelle wird von unliebsamen Zaungästen freigehalten. Weg mit der Schnecke! Hier finden jetzt wieder und wieder die sehr kurzzeitigen Umschlingungen statt, die für die Paarung von Trichopsis typisch sind. Zunächst noch ohne Laichausstoß, also Scheinpaarungen. Hier eine richtige Paarung. Wenn das Ei erscheint wie hier, wird es umgehend vom Männchen aufgeschnappt. Es zögert dann nicht lange und bringt es zu seinem Nest, das es zwischen den Pflanzen versteckt hat.
Offenbar bin ich den kleinen Fischen mit meiner Kamera doch zu nah auf die Pelle gerückt. Die folgenden Paarungen fanden jetzt gut getarnt in der Pflanzenzone statt. Auch wenn das Weibchen hin und wieder zur alten Ableichstelle kam, es waren keine weiteren Laichvorgänge vernünftig zu filmen. Schauen wir dann mal zum Nest. Unter diesem Pflanzenblatt hat der Fischvater die Eier zusammengetragen. Hier liegen die weißen Laichkörner eingebettet in Schaumblasen. Immer wieder werden sie vom Fischvater umgebettet. Die Eier haben einen Durchmesser von etwa 1 Millimeter. Bei 26 Grad Celsius schlüpfen die Jungen nach 54 Stunden. Hier sind sie gut einen Tag alt. Sie hängen an kleinen Haftdrüsen, die sich in ihrer Kopfregion befinden. Der Vater sorgt dafür, dass nach unten fallende Larven wieder an ihren angestammten Platz kommen. Am vierten Tag nach dem Schlupf beginnen die Kleinen frei zu schwimmen. Die meisten halten sich zwar noch im Nestbereich auf, aber bald werden auch sie es verlassen und nach fressbarem, nach kleinsten Futtertierchen suchen. Dann erlischt auch der Brutpflegetrieb des Vaters.